Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Spay, Hearts of Iron 4. Ich habe jetzt entschlossen, wir werden noch ein paar Tage drin bleiben. Denn es bringt jetzt noch nichts, also in Österreich, wunderbar, jetzt schon auszusteigen, wenn wir den Fokus noch gar nicht ändern können. Und jedes bisschen, wo wir quasi den Bonus noch mitnehmen können vom Commonwealth, ist gerne gesehen. Richtig gerne gesehen sogar. Denn wenn wir das danach machen, werden wir eh freisen, also von dem her alles wunderbar. Hier noch irgendjemanden mitnehmen. Ach, das brauchen wir alles nicht. Passt soweit. Guck mal, es geht immer weiter. Ja, geht wunderbar weiter. So. Jetzt sehen wir uns den Bonus auf einfache Rechenmaschinerie. Natürlich. Jedes Prozent hier Tag, den wir dazu bekommen können, ist ein gewonnener und glorreicher Tag an der Stelle. Was benötigen wir denn noch am besten? Da nix, da nix. 0,8 Jahre. Ja, ein bisschen mehr Angriff wäre ich gut. Muss ich sagen, mittlerweile ein bisschen mehr Angriff wäre gar nicht mal so das Verkehrteste. Danke für die Notfallarbeiter. U-Boot Kriegsführung, nein. Wir möchten wirklich hier antikoloniale Krieg machen. Deswegen sagen wir jetzt, ich möchte bitte frei sein. Sind aber noch Teil der Alliierten, das macht nichts. Und wir sagen, wir runter müssen. Antikolonialer Kreuzzug. Also brauchen wir den Kreuzzug. Wunderbar. Das ist eigentlich nicht ernst. Wir sind immer noch Teil der Alliierten. Yep, wunderbar. Wir betonen auf noch. Ah, wir werden so bald nicht mehr dabei sein. Aber sowas von bald nicht mehr. Bitte 4 Stück. Dankeschön. Wir sollten mittlerweile U-Boote haben. Wir haben 2. Das ist jetzt definitiv nicht viel, aber ist auch nicht wenig. So. Guy Halifax. Du bist unser Mann. Und du wirst quasi mit U-Boot nur zu voll gepumpt. Panzer bauen wir auch mittlerweile. Ja, herrlich. Pro Woche einen. Wir benötigen viele, würde ich sagen. Das wird noch lange dauern, bis wir voll sind. Mit der Geschwindigkeit. Macht aber nichts. Macht aber rein gar nichts. Wir möchten erst noch ein bisschen mehr Panzer haben, bevor wir was anderes haben. Ihr pumpt alle hier rein. Das ist alles wunderbar soweit. Passt. Wir benötigen danach dringend noch Züge, stelle ich gerade fest. Yep. Wir brauchen Züge. Heißt, wir brauchen die Zugforschung diesbezüglich. Die kommt danach dran. Vergesse ich gerade die ganze Zeit. Diesbezüglich, Entschuldigung. Diesbezüglich, Entschuldigung. Wie wäre es denn noch mit Armeeexperten? Panzer? Yep, wir haben ja ein paar. Wir haben ja ein paar. Dass die auch ein bisschen was an Bonis bekommen. Bevor hier ganz und gar nichts mehr funktioniert. Ich weiß. Einmal rausgepumpt. Und schon mehr ganz rum, weil wir Züge bräuchten. Ja, yeah, ich weiß noch keine. Bekommen wir von euch vielleicht Züge? Nein, definitiv nicht. Ja, ich weiß schon. Keine Züge für mich. Der Kreuzzug ist gemacht. Das können wir nicht fordern. Aber wir können die Afrikanische Union schon mal gründen. Sollten wir das jetzt schon machen? Das ist die Frage. 38. Es würde uns helfen, damit wir gegen Portugal schnell vorrücken können. Machen wir. Denn mein Ziel ist eigentlich, Portugal einzunehmen. Belgien nicht, die sind mir egal. Aber zumindest, dass wir Portugal den Bereich hier haben und die ganzen Eckpunkte hier. Das wäre mir doch ein riesiges Anliegen, wenn wir das irgendwie schaffen könnten. Ja, ich weiß, euer Züge ist die Versorgung ein bisschen, ja, ein bisschen schwerfällig, sagen wir es mal so. Ein bisschen schwerfällig. 2 pro Woche, es steigert sich ja schon mal, also schon mal etwas. Wenn sich alles steigt, ist doch alles wunderbar. So, so, so. Und danach können wir noch sagen, hier baut sie nach weiter. So, diesmal denke ich dran, Zivilzüge, leider kein Bonus mehr, weil sie uns rausgeschmissen haben. Oh. Oh, das ist aber böse. Das ist mehr als böse. Dann gucken wir doch mal, wenn wir quasi mit denen die Beziehung verbessern, wie weit wir da vorankommen. Ah, schau an, schau an. Jetzt bauen wir nämlich auch hier welche. Ich hätte gerne einmal Wolfram von den Sowjets und einmal Stahl von den Sowjets. Das passt soweit. Yep. Vollkommen in Ordnung.
Die Atri lassen wir noch. Ihr habt, die wird einfach nur produziert, das passt dann schon. Da sage ich nicht nein dazu. Und noch eine ganze Ladung an Waffen hinterher geschossen. Dann, wenn die irgendwann mal fertig sind, das wäre schön, 10 Panzerdivisionen zu haben. Danke für die Union Afrika, die ist recht gerne gesehen. Und dann sagen wir, machen wir doch bitte kurz... Warum nicht politische Kolonien? Guck, was soll's. Ja, mit den Kolonien. Ja, mit den Kolonien auf jeden Fall. Je früher, umso glücklicher bin ich doch. Auch wenn wir noch ziemlich wenig Truppen haben, gebe ich offen und echt zu, wir haben noch zu wenig Truppen. Raus mit dir und raus mit dir. All die Truppen kommen da rein und kommen da rein. So. Dann möchte ich aber... Eine hier angreifen, eine da angreifen. 1, 2, 3, 4. Hätte man den Bereich hier unten schon mal 4 Stück, brauche ich mindestens. 1, 2, 3, 4. Plus 2 weitere, weil ich unbedingt hier mich ausbreiten möchte. So. Wen haben wir denn hier? Beförderungskosten reduziert, Angriff, Moral geht nach unten, das macht mir eigentlich gar nichts. Und wir sagen dann noch, ich hätte gerne... Dann schmeißen wir dich nach oben ins Amt. Machen wir dich zu einer großen Nummer und zu einer Offensivdoktrin. Ja, nicht offensiv. Verstärkungschance. Ist, glaube ich, momentan ein bisschen besser, das Ganze. Und die Hälfte von den Einheiten kommt auch nochmal hier rüber hin. Und ihm hier. Dann sagen wir nämlich, ihr sollt quasi. Reicht er nicht hin? Das wäre jetzt nicht so ganz, wie ich möchte, aber okay. Kann ja nicht immer sein. Alle Koordinaten Kriegszug, wir könnten so viele befreien nachher. Und wir werden noch ziemlich viel befreien. Das kann ich jetzt schon mal sagen, wir werden ziemlich viel befreien. Ich möchte bitte umfangreich haben, ihr Pferde mit. Ich will so viele Leute wie möglich zu uns reinbekommen. Mit so viel wie möglich, meine ich auch wirklich so viel wie möglich. Ich hätte aber wirklich gerne mal hier quasi die Linie. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht machen kann. Also Portugal. Ihr kommt darüber hin. Und bei euch sage ich mal. Nee, wart, ihr wart es. Ihr waren die 6. So rüber. Und ihr kommt darüber hin. 1, 2, 3. Zack und zack. 4. Hier rüber hin. Das war das richtige Feld. Yep. Dann die 5er Stufe hier oben. Und die 6 ist noch weiter nach da oben. Yep. Dass wir quasi den gesamten Bereich hier unten Portugal frei haben. Dann müssen wir uns bloß nach und nach nach oben kämpfen. Dies müsste ja eigentlich auch funktionieren. Das sollte auch funktionieren. Dürft doch keine Schienen verwenden, sage ich auch nicht nein dazu. Hauptsache, er kommt irgendwo an. Die 4. Internationale. So viel zu dem Thema. So, aber ich möchte immer noch quasi hier eine Linie aufbauen. Was man natürlich nicht zulässt, so wie es ausschaut. Unschön, ganz, ganz unschön sogar. Dann müssen wir halt ein bisschen quasi rumdeichseln. Hilft dir alles nichts. Hilft dir alles nichts. Züge dauert noch ein bisschen. Ja, yeah, Züge dauert noch ein bisschen. So, dann sagen wir. Ich hätte gerne 2 Truppen. Ich hätte gerne eine Truppe dort. Die andere Truppe dort. Und die 2 Truppen hier drüben hin. Passt, damit die Panzer quasi zwischendurch laufen können. Dann müssen wir es halt alles per Hand machen. Ich scheine jetzt das erste Mal, dass es nicht so läuft, wie ich es gerne hätte. So, schon was. Arbeiter können wir nicht machen. Die Befreiung können wir mal zuklappen. Weil wir jetzt erstmal quasi alles haben möchten, bevor wir irgendwas befreien. Waffentechniker forschen. Weiche Angriffe auf 10%. Ja, her damit. Ich liebe weiche Angriffe. So, wir haben Portugal. Dankeschön dafür. Wir können Portugal angreifen, das werden wir auch machen.
Während wir quasi die Industrie weiter stärken. Wir sind überall hier. Jetzt sind wir. Ich kann immer noch nichts hier anklicken. Sehr, sehr merkwürdig. Okay. Ich möchte bitte, dass ihr hier quasi überall einen Angriffstrupp macht. Während wir dann sagen, ich möchte bitte einen Krieg machen gegen Portugal. Wunderbar. Und ich möchte immer noch quasi hier eigentlich Linien aufbauen, aber wenn du mir es natürlich nicht zulässt, dann muss man halt so agieren. Hilft ja alles nichts. Hilft ja alles nichts. So, du kommst hier entlang. Du kommst dorthin. Du kommst dorthin. Ihr rauscht hier durch. Wunderbar. Du kommst dorthin. Du bleibst da. Und die anderen beiden gehen auch irgendwie entlang, sodass es passt. So, ihr seid unterwegs. Das heißt, ihr könnt das Konvoibefehl hier machen. So gut es geht natürlich. Während ich hier quasi versuche, manuell alles zu regeln. Dankeschön. Jetzt wird es auf einmal funktionieren an der Stelle. Hier auch? Nein, hier immer noch nicht. Scheint ein kleiner Fehler zu sein. Wenn wir auf ein kleiner Fehler nicht fehlen, aber ein bisschen was. Sodele. Die Frage ist jetzt, können wir denn hoffen... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Zack. Auf Mithilfe von euch hier. Leibpacht. Anfrage auf Ausrüstung. Das nicht. Leichte Panzer. Artillerie noch nicht. Okay, Moment. Das können wir ändern. Dies können wir sowas von ändern. Infanterie, Artillerie zumachen. Yep. So, und bitte gleichzeitig sagen, hey, ich hätte gern... Wie geht's jetzt? So und so. Ja, das geht. Das auch. Ich hätte auch gerne noch Züge, aber mein Gott, die Technik habe ich noch nicht. 4000 Waffen mal eben bekommen. Ja, das ist... Das reicht. Das reicht für den Moment mehr als aus. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt hier weiter vorrücken... Wunderbar, wenn wir hier weiter vorrücken, wunderbar. Ihr seid auch unterwegs. Ihr seid sowas von unterwegs momentan. Um die hier einzunehmen. Wie wäre es denn, wenn wir... Jetzt darf ich auch hier eine Linie endlich machen. Oh, endlich. Go, 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 go. Das passt schon. Ihr seid auch unterwegs, ihr seid auch unterwegs. Yep. 10 portugiesische Schiffe. Ah, uncool. Ganz, ganz uncool sogar. Bewegung, Bewegung und Bewegung. Wunderbar, das wollte ich doch sehen. Genau das wollte ich doch sehen. Wie die Truppen hier quasi nach und nach angreifen. Herrlich. Okay, wir haben dich und wir haben auch dich hier. Beide sind nach da unterwegs. Das gefällt mir auch relativ gut. Dich haben wir und dich haben wir auch. Das ging jetzt schneller als gedacht. Das muss ich anders erkennen. Das ging jetzt echt schneller als gedacht. Ihr seid noch da hinten unterwegs, okay. Aber was ist, wenn ich sagen würde? Macht mir Seenversion von hier nach da drüben hin. Können wir so Portugal schnell einnehmen? Wir bräuchten ja quasi nur von da nach da oben noch ein bisschen mehr. Nicht arg viel, sondern ein bisschen mehr. So, dann sagen wir da weg und das da unten belassen wir noch. Das wäre noch recht gut. Oh, ich sehe bereits, da ist Unterstützung unterwegs. Da ist Unterstützung unterwegs. Das können wir natürlich so nicht zulassen. Überhaupt nicht sogar. Waffentechnik ist auch schon bereits da. Bitte einmal einnehmen. Wunderschön. Ich wollte gerade sagen, bitte einmal einnehmen an der Stelle. Das wird doch gar nicht mal so das Verkehrteste. Ein bisschen Kriegspropaganda. Niemals verkehrt. Kriegspropaganda niemals verkehrt an der Stelle. Okay, das bringt mir gerade nichts, wenn ich die hier angreife. Das ist hier schon mehr. Ihr habt wesentlich mehr. Okay, wisst ihr was? Ihr habt keine Chance, wie es ausschaut. Nein, die haben keine Chance. Willst du mich verkackeiern? Die besiegen meine Leute noch. Ja,
Erwundert mich das gerade ganz und gar nicht. Erwundert mich das ganz und gar nicht. Okay, Züge beschlagnahmen. Ja, wir brauchen ein paar. Wir brauchen ein paar, sonst ist nämlich dies. Sonst ist nichts gegeben bei uns. Und bitte einmal hier außen rumlaufen. Das wäre noch recht angenehm an der Stelle. Die haben so gut wie keine Organisation und schaffen es trotzdem, uns noch zurückzudrängen. Da muss man sagen, okay, gut, das ist eine Hausnummer auf jeden Fall. Das ist eine Hausnummer. Raus mit dir und raus mit dir. Ja, Ballermann raus, das passt dann schon. Dann noch einer dazu und da noch einer dazu. Go, 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 go. Ihr dürft alles verwenden, was ihr verwenden wollt. Das sage ich nicht, nein, dazu. Sonst brauchen wir gerade nichts. Nein, eigentlich gar nichts momentan. Wir sind hier auch noch vollends vertreten. Ja, so gut wie es denn irgendwie geht. Momentan so gut wie es denn irgendwie geht. Da oben sind ein paar mehr Schiffe, als mir eigentlich lieb ist, sagen wir es mal so. Bauindustrie weitergemacht. Hier passt soweit. Infrastruktur ausbauen. Oder Industrie. Beides eine interessante Sache, würde ich sagen. Aber ich bräuchte eher wahrscheinlich mehr Leute. Also gehen wir den Weg nach da unten. Gehen wir den Weg nach da unten. Und ich möchte bitte hier eine Versorgungslinie machen. Die hat auch oberste Priorität. Wunderbar. Grün, 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 grün. Wo sind meine Truppen momentan? Die sind hier. Okay, weg mit dir. Weg mit dir, weg mit dir. Du musst zuerst mal ein bisschen wieder was an Power bekommen, so quasi, an Ressourcen. Die 6000 sind am Machen, der Rest ist auch am Machen. So. Krieg ich denn nochmal ein bisschen was von dir? Ja, die nächsten 4000 Waffen sind am Laufen. Dann dürfte man nämlich auch nach und nach mal ein bisschen besser dran stehen. In Sachen Produktion. Zivile, ja, sobald wir es machen können, mache ich es gerne. Sobald wir es machen können, mache ich es natürlich liebend gerne. Oh, wir sind grün geworden. Haben sie sich zurückgezogen? Anscheinend ja. Anscheinend ja, okay. Ich meine, ich sage nicht nein dazu. Drei Stück. Das müssten wahrscheinlich die gewesen sein, wo eigentlich da oben waren davor. Probieren wir es aus. Probieren wir es aus. Ich meine, mehr als schief gehen kann die Attacke ja nicht. Wunderbar, die nächsten sind gefallen. Bitte, einer nach dorthin. Weil gegen Belgien brauchen wir uns, glaube ich, nicht aufbäumen. 8 bis 10 Divisionen voll ausgerüstet. Haben eine bessere Industrie als wir? Nein. Belgien wäre unser Untergang für den Moment. Belgien wäre unser Untergang. Ein einziges ist da nur drin. Das ist nicht viel. Das ist definitiv nicht viel, muss man sagen. So, alle mal nach dorthin und sagen wir 1, 2. Seeinvasion bitte machen. Nach da drüben hin. Und dann nochmal ihr zwei hier, wenn ihr es könnt. Seeinvasion hier noch nach drüben hin machen. Das passt soweit. Go, go, go. Ihr habt meine Erlaubnis für die ganze Aktion. Genauso wie der Rest hier. Wir sind auch hier soweit grünsteichfest. Braucht bloß noch einen Tag mehr. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Verbesserung für die Arbeiter. Yep. Deutschland beherrscht das Memenland. Viel Spaß mit Memenland. Das wird uns nämlich nichts mehr bringen. Und wir sind drin. Sag, wir sind drin. Yep, das war's. Erfolgreich haben wir sie abgeschnitten von allem. Einmal dorthin. Einmal bitte. Oder so, 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 so. Und dann so rüber hin. Wenn du quasi so rumgehst. Wunderschön. Und schon sind wir diejenigen, denen es gerade wesentlich besser geht. Wie schaut es sonst aus? Die nächsten paar sind schon on the way. Yep. Großer Schlachtplan. Theoretisch ja. Ich meine, wir haben Panzer und keine Panzer wegen.
Das heißt, es würde Sinn machen. Aufklärung. Verschanzungskriege. Boah. Ja, kannst du das mit denen handhaben müssen? Wir machen nichts mit Motorisiert und mechanisiert. Deswegen ist der Weg eigentlich nicht so das Wahre. Mobile Kriegsführung. Blitzkrieg-Taktik. Überlegene Feuerpower. Das heißt, wir gehen auf überlegene Feuerpower über. Ich weiß, dadurch verdienen wir quasi einen Punkt, weil wir den eigentlich schon haben, aber ich bin einfach davon Fan, muss man sagen. Ich bin davon einfach ein Fan. Halt, du gehst darüber hin. Genau, du gehst darüber hin, das passt dann schon. Mit ein bisschen Hilfe von besserer Ausrüstung funktioniert doch alles wesentlich besser. So, wie schaut es denn hier aus? Wir bekommen noch Unterstützung, hier auch. Wir haben es einfach bekommen. Das wurde mich jetzt ganz stark. Mich sogar sehr stark. Von da nach da bitte runterwärts, so schnell wie es geht. 2 Wochen Zeit. So, Portugal. Sollte mittlerweile wieder ein bisschen was anzubieten haben, wir betonen auf ein bisschen was. Da wird nichts mehr kommen, soweit würde ich sagen. Das heißt, ihr dürft ohne Probleme quasi da hinten euch austoben, würde ich mal sagen. Ja, sowas von. Also wie hier, hier und hier. Dass wir da auch wirklich nach und nach sehr quasi einkesseln. Ah, Hallöchen aber auch. Danke für die Garnison, die war noch recht gut. Das Kap wieder verstärken. Wir brauchen einfach mehr Leute, so schaut's aus. Wir brauchen unsagbar mehr Leute. Hoffentlich schaut noch böse aus. Bearbeiten, bitte. Wir haben keine Punkte anzubieten. Schade, schade, schade. Hinzufügen nochmal eine ganze Reihe an Divisionen. Und wiederum, die Kosten soll bitte, insofern es möglich ist, die Sowjets tragen. Das wäre wunderbar. Es sind alte Waffen, aber Waffen sind Waffen. Da sage ich nicht nein dazu. Ihr drei hier werdet quasi dorthin gehen und Angriff so rum machen. Während ihr Angriff so rum macht. So. Das müsste theoretisch funktionieren. Wir sind auf theoretisch. Das haben wir nicht, das haben wir auch nicht. Das macht aber auch nichts. Der Rest passt soweit. Yep. Der Rest ist in Ordnung. Fabrikenumbau brauchen wir auch nicht. Züge haben wir schon uns geholt. Und später werden welche nachproduziert. Dann sagen wir doch Umgruppierung für die Moral. Hätte was. Hätte was, machen wir. Also so ein bisschen Moralbonus ist ja nie verkehrt. Westminster aufgeben, der Effekt ist weg. Das macht rein gar nichts. Das macht rein gar nichts. So, bitte einmal hier rum. Halt, 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 halt. Du bleibst da, wo du bist. Du bleibst da, wo du bist, auf jeden Fall. Und erfolgreich niedergewälzt. Gewalzt, Zottle. Was haben wir so schon anzubieten? Ihr sollt bitte alle. Da ist immer noch im Angriff. Da ist kein Angriff mehr. So, so, so. Wunderbar. Ihr hier. Seeangriff von hier nach dort drüben durchführen. Wunderbar. 42 Tage. Nein, danke. Nein, danke. Dann machen wir es immer einzeln. Sei es heute nein dazu. So rüber. So und so rüber. Irgendwie werden wir schon rüberkommen. Irgendwie kommen wir auf jeden Fall rüber. Später, wenn es dann quasi Belgien auch nicht mehr gibt, habe ich kein Problem damit, die Alliierten wirklich anzugreifen. So, ihr seid auch unterwegs, ihr seid auch unterwegs. So, wie kommen wir noch weiter nach oben? Momentan noch gar nicht, würde ich sagen. Momentan würde ich noch gar nicht. Ihr alle hier sollt bitte so schnell wie es geht ab nach da unten gehen. Das passt dann schon. Der Knoten muss erst wieder aktiviert werden. Und wenn er aktiviert ist, dann wird wieder alles besser werden. Oder? Ja, auf jeden Fall.
Sage mal so meinet Nein dazu. Die ersten zwei sind unterwegs, probieren das Ganze nochmal aus. Sogar mit ein bisschen Waffenunterstützung an der Stelle, das gefällt mir. 1940 U-Boote noch nicht, nein. Bessere Artillerie auf jeden Fall. Tschechoslowakei, yep, um die ist es geschehen an der Stelle. So, ihr war, ich warte es gerade noch drauf, bis ihr soweit seid. 5, 4, 3, 2, 1, Mainz, los geht's. Okay. Okay, muss ein Angriffstrupp sein. Sag ich auch nicht dazu. Sag ich nicht dazu, wir werden das Eck auf jeden Fall bekommen. Die können sich sonst was dabei denken, ich werde sie bekommen. Noch ein paar weitere machen. Yep, passt soweit. Allgemein unsere Truppenstärke ist angenehm, muss ich sagen. Relativ angenehm. Wir bauen gerade noch ein bisschen mit Beton auf ein bisschen. Yep. Wir haben, glaube ich, hier auch noch ein bisschen Rohstoffe, die wir nutzen können. Yep. Das wäre nicht verkehrt. So gut es geht, alles ausbauen. So gut es geht. Ich merke bereits, wir haben Probleme mit, weil wir zu wenig Zivilfabriken haben. Ein weiteres Manko. So, 6 weitere Truppen. Komm, das müsste es aber ausreichend sein. So für die Division momentan jetzt da. Jetzt sind die etwas besseren Divisionen da. Das Korb wiederherstellen. Wunderbar. Und dafür gucken, dass quasi unser Malus weg ist. Dass wir die doppelte Menge an Leuten wieder herbekommen können. Das wäre gar wunderprächtige Natur. Haben wir genug? Noch nicht. Ja, noch nicht. Sowjets bitte. Insofern möglich natürlich. 0,00 sonst was. Das ist ein bisschen. Ja, hier noch ein paar 800. Ein bisschen was in Ehren kann ja niemand verwehren. Kommt schon raus da. Ich weiß, ihr möchtet es. Ich weiß, ihr möchtet es. Wahrscheinlich mittlerweile haben sie noch ein paar mehr Truppen an der Backe. Ja, das ist klar. Das ist, glaube ich, wir haben den momentan eigentlich 6, 7, wir haben 8 Truppen gerade, 7 Truppen in Angriff. Ja, da brauchen wir nicht nochmal mit was angreifen. Da haben wir zu wenig im Angebot. Da haben wir wirklich zu wenig im Angebot. Wir haben genug Züge momentan, yep. Noch viel zu wenig Fabriken, stelle ich fest. Also wirklich viel zu wenig Fabriken. Shanxi hat kapituliert. Dann tschüss, Shanxi. Schön, Shanxi, du hast deine Chance. Was brauchen wir sonst noch als Korbvergrößerung? Nein, es sind Achsenreich beigetreten. In Achsenmächten, Entschuldigung. Der Ribbon Pact wurde geschlossen. Ja, es gibt viele Sachen. Es gibt viele Sachen hier. Nein, nicht nochmal angreifen. Ich möchte eher, dass ihr quasi von da nach da oben angreift. Das wäre noch was. Innerhalb von 2 Wochen. Ist nur ein bisschen heiß umkämpft, muss man so sagen. Habe ich euch auf Reparatur gestellt? Nein, nicht mal. Okay. Merkst du was? Gar nicht gesehen, dass ich noch keine Reparaturbefehl hier hatte dafür. Hier unten brauchen wir für die hier unten das Ganze noch. Hier. Yep. 88%, Tendenz steigend. Hm, nicht schlecht auf jeden Fall, nicht schlecht. Sonst noch irgendetwas? Teilmobilmachung. Ja, das wäre man zwar am liebsten, aber ich gebe mich auch schon mit Teilmobilmachung zufrieden. Und et voilà, alles wird besser. Alles wird besser. Weil wir nämlich... Ja, wir bekommen noch Ressourcen hinterher. Passt soweit. Oh, das gefällt mir doch. Wie wäre es, wenn wir sagen, Angriffstrupp, das passt. Und wieder Konvoiüberfall weitermachen. Das heißt nicht aus... Doch, es hat ausgereicht, oder? Nein, so nicht. Doch, es hat ausgereicht. Okay. Ich wollte gerade sagen, bitte nicht. Bitte, dass wir jetzt keinen Fehler gemacht haben. So, als nächstes. Infrastruktur ausbauen, Industrie. Mit Militärfabriken wäre eigentlich das Ziel momentan. Yep. Das ist das Ziel.
und hoffentlich, dass wir hier bald durchkommen. Aber die Folge ist vorbei. In der nächsten Folge sehen wir dann, wie wir quasi weiter vorrücken Richtung Portugal. Es wird langsam sein, aber das kriegen wir schon noch hin. Und der Kontinent gehört uns dann auch sicherlich beim nächsten Mal. Aber macht's gut und wie immer. Tschüss alle.